Bingo, Leute, Bingo. LOL, LOL, LOL. Laughing out louder. Hier ist ein Beispiel, wie in Amerika sagt man zu diesen Leuten Hypocrites. Also Hippokraten, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, am besten, ja, die das eine sagen und das andere tun. Ihr müsst euch das anhören. Das ist wirklich lol. Das ist unfucking believable. Wer am Theater ein Engagement hat, der erlebt sicher schöne Momente, wenn das Publikum applaudiert und damit die Arbeit der Schauspieler, der Regieführenden, der Requisite und aller anderen, die an einer Produktion beteiligt sind, belohnt. Dann gibt es aber offenbar auch nicht so schöne Seiten bei der Arbeit im Theater. 2021 haben zum Beispiel Angestellte des Maxim Gorki Theaters in Berlin der Intendantin Mobbing und Machtmissbrauch vorgeworfen. 2 Jahre danach sind Reporter und Reporterinnen des RBB den Vorwürfen nochmal nachgegangen und haben breiter gefragt mit Hilfe einer Online-Umfrage. 750 Bühnenschaffende haben sich beteiligt und das Ergebnis kann man festhalten folgendermaßen: Machtmissbrauch ist in der Branche offenbar sehr verbreitet. Hier ist eine Schilderung aus dieser Befragung, die ist allerdings nochmal nachgesprochen worden. In einer Produktion wurde eine junge Schauspielerin vom Regisseur in meinem Beisein massiv abgewertet und mit Requisiten beworfen, bis sie weinte. Sie musste ihre Szene weinend vor ihm zu Ende spielen. Raphael Westermeier ist Schauspieler für Film und Theater und er ist Landesvorsitzender der Bühnengewerkschaft in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen, Herr Westermeier. Guten Morgen, Frau Oster. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Mitarbeiterinnen mit Gegenständen bewerfen, das fällt ja kaum unter kreativer Prozess. Nehmen sich Regieführende häufiger sowas raus? Wie sind da die Erfahrungen? Sowas passiert leider immer wieder. Ja, genau. Ich würde sagen, dass es da in der mehr und mehr jetzt ein Umdenken gibt. Das zeigt sich daran in der Umfrage, wie viele Menschen mittlerweile bereit sind, über diese Erlebnisse zu sprechen. Das wurde viele Jahre einfach hingenommen. Ja, klar. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen und schauen, wie wir diese Dinge ändern können. Was auch daran liegt, dass einfach an den Theatern oft eben mit viel zu viel Druck gearbeitet und produziert wird. Ja, gibt es Faktoren, die Mobbing oder Machtmissbrauch an den Theatern begünstigen? Ja, Arschkriecher, ich würde sagen, das ist wirklich ein strukturelles Problem, da der Tarifvertrag, mit dem wir an den Theatern arbeiten, eine Situation schafft, die Machtmissbrauch ermöglicht oder zumindest vielleicht sogar dazu einlädt. Wahnsinn. Und wie würden Sie diese Struktur beschreiben? Also was passiert da? Warum ist das so? Ich schreibe Briefe an die Intendanten. Es liegt daran, dass es eine wahnsinnige Machtmonopolisierung auf Seiten der Intendanz, der Theaterleitung gibt, die sehr frei entscheiden kann, ob ein Mensch überhaupt weiter an diesem Theater arbeiten wird, wie dieser Mensch besetzt wird und wie viel Geld dieser Mensch verdient. Also auf diese 3 Punkte lässt sich das runterbrechen, die aber ja zentral sind in jeder Arbeitssituation. Also man kann es so sagen, wenn ein Regisseur oder der Intendant nicht leiden kann, dann hat man Pech gehabt, genau, oder wie? Ganz genau. Genau, dann hat man Pech gehabt, dann passiert es, dass man einfach kleiner besetzt wird. Im Extremfall eben, dass, weil jemand vielleicht unbequem war, dass ein Vertrag nicht verlängert wird, da ist es so, das wissen viele Menschen nicht, das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Wir kommen an ein Theater, wir unterschreiben einen Arbeitsvertrag, der geht über 2 Spielzeiten, der ist befristet und dann steht da drin, dieser Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht eine von beiden Parteien dem widerspricht. Und diese Möglichkeit besteht über in der Regel 15, aber bis zu 19 Jahre ist das möglich, dass man sagt, nein, dein Vertrag, der endet hier an dieser Stelle. Ich werde dich hier nicht weiter beschäftigen. Und das schafft natürlich eine Situation, die einerseits eben auf der einen Seite eine sehr, sehr große Macht erzeugt, auf der anderen Seite aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die da abhängig beschäftigt sind, sehr genau überlegen lässt, ob sie wirklich etwas sagen, wie stark sie sich engagieren. Denn diese Angst, dieses Damoklesschwert, dass da die Existenzgrundlage quasi entzogen wird, denn es ist ja so, Heuchler. Wir arbeiten an einem städtischen Theater und von einigen Großstädten abgesehen gibt es dann in dieser Stadt ein städtisches Theater. Wahnsinn. Wenn also dieser Vertrag nicht verlängert wird, dann bedeutet das Umzug in eine andere Stadt und alles neu aufbauen. Das ist vielleicht für eine alleinstehende Person manchmal noch einfach oder vielleicht auch gewünscht, aber wenn da Partnerinnen, Partner dranhängen, Familien,
genau. Dann ist das eine sehr große Einschränkung und Gefahr. Herr Westermeier, Sie haben uns jetzt gut geschildert, finde ich, wie die Abhängigkeiten sind. Jetzt könnte man aber sagen, gut, das ist vielleicht beim Theater extrem, aber grundsätzlich gilt das ja für viele Arbeitsverhältnisse. Es gibt Gewerkschaften, Sie sind Mitglied der Bühnengewerkschaft. Ja, leider. Es gibt möglicherweise Betriebsräte. Es gibt in Ihrem Bereich eine Vertrauensstelle namens Themis, Selbstbeschreibung unabhängige überbetriebliche Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung, Gewalt in der Kultur- und Medienbranche. Sind das keine Instrumente, die hier so ein bisschen kontrollierende Wirkung haben? Hallo? Der ist auf der Seite der Intendantin. Das sind erste Versuche, wie man das ein bisschen kontrollieren kann, würde ich eher sagen. Und das Entscheidende ist, stimmt, dass viele Arbeitsverhältnisse haben das, aber gerade an den städtischen Theatern sind die Kolleginnen und Kollegen, die nicht mit diesem Vertrag, der bei uns NV Bühne, also Normalvertrag Bühne heißt, die haben einen Arbeitsvertrag nach TGVÖD oder dem TVL, dem Vertrag der Länder. Das heißt, die haben alle ein mehr oder weniger unbefristetes Arbeitsverhältnis. Und dadurch gibt es innerhalb der Theater auch ein sehr großes Gefälle und einen sehr großen Unterschied. Und das ist natürlich der Tarifvertrag, an dem wir uns dann orientieren. Raphael Westermeier, Schauspieler für Film und Theater und Landesvorsitzender der Bühnengewerkschaft GdBA in Nordrhein-Westfalen über die schwierige Arbeitssituation in der Theaterbranche. Vielen Dank, Herr Westermeier.